Gestern ging es gegen Gladbach, 1-1 war das Ergebnis. Wie hast du das Spiel gesehen? Es war natürlich gegen einen starken Gegner mit Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, dass das 1-1 aber dem Spielverlauf entspricht. Und ihr seid jetzt in 2019 noch ungeschlagen. Gegen alle Teams habt ihr mindestens einen Punkt geholt. Wie siehst du die ganze Geschichte? Ich denke, wir haben, obwohl jetzt nicht viele Siege eingefahren wurden, eine gute Bilanz hingelegt, eine positive Bilanz. Immerhin sind es ja 3 Punkte mehr als in der Hinrunde. Und wir wollen natürlich immer gewinnen, geht aber nicht immer. Und insofern würde ich trotzdem von einer positiven Bilanz sprechen. Am Donnerstag wartet jetzt das große Spiel gegen Donetsk in der Europa League. Wie groß ist die Vorfreude? Ich glaube, ganz Frankfurt ist heiß auf das Spiel und erwartet das Spiel sehnsüchtig. Dann wollen wir sehen, was dieses Rückspiel bringt und insgesamt auch, was die Zukunft für uns bereithält.